So geht es durch die Brunnenlandschaft von Bodo Langer. Also ein Brunnen schöner als der andere. Zu jedem Garten passend. Und ganz natürlich kommen wir gleich zu meinen Lieblingsbrunnen. Der ist hier auf der Ecke. Ich mag sie nicht gerne schwarz, sondern lieber rot. Ja, und dann das Kunstwerk haben wir auch schon angesehen. Ist natürlich toll, wenn es im Garten steht und man hat dann seine Bepflanzung außenrum. Wir haben natürlich jetzt Winter, ist immer ein bisschen schwierig. Im Sommer sieht es natürlich auch noch anders aus. Hier noch Brunnenstein, der jetzt noch nicht. Den finde ich auch super schön. Also und vor allem die funktionieren, das ist das Tolle daran. Also liebe Feng Shui-Experten, hier ist es natürlich klasse. Also einer schöner als der andere. Hier mal mit was Grünen außenrum. Und der ist natürlich ganz toll, der ist jetzt noch nicht installiert, aber das ist ein besonderes Stück. Oder Bodo, das ist ja wirklich ein besonderes Stück. Das ist ein Gneiss-Findling aus Schweden. Toll. Und den haben wir extra noch poliert, dass man auch im Ruhezustand mal die schöne Maserung erkennen kann. Toll, also der ist wirklich schön. Ja, also du hast ja nicht nur Brunnen, du hast ja auch noch Kunstobjekte. Das finde ich ja auch das Tolle daran. Also jeder individuell, da gibt es keinen zweiten. So, jetzt für diejenigen, die auch mal ein Erfrischungsgetränk brauchen im Garten. Der ist jetzt gerade in Arbeit, der ist noch nicht komplett. Der ist noch nicht komplett, aber er sieht trotzdem aus. Jetzt zeige ich euch mal Kunst am Bau noch. Hier sowas, das ist natürlich auch toll. Das ist ganz, ganz anderes, gell? Da müssen die Fühler rein. So, also ihr seht schon, da gibt es eine ganze Menge an Auswahl. Natürlich sieht das im Sommer super aus, weil natürlich dann noch das Grün ist. Wir sind ja jetzt im Winter, aber trotzdem ist es sehr interessant. Weil ich finde, die Brunnen ist jeder einzigartig und Preis-Leistung stimmt auch, weil Bodo kommt, baut das Ganze ein und es funktioniert. Also was man halt immer sonst ein Problem hat, man will einen Brunnen, aber ja gut, wer baut es ein? Also das ist dann alles inklusive. Und hier haben wir auch nochmal ein ganz schönes Stück, den schwarzen hier, der ist ja schon fast Kunst alleine. Den können wir auch mal gebrauchen als Feng Shui-Experte, gell? Und dann, der ist natürlich schon toll. Also das ist ja, der sieht ja schon aus, als wenn der irgendwas trinken würde, oder? Ja, der gibt 4 Tonnen. 4 Tonnen? Naja, das ist schon Brunnen, den klaut da keiner mehr. Also, dann danke ich erstmal und ja, schaut euch die Brunnen an. Adresse kommt da runter. Bis dann. Tschüss.